Erkut Sögüt, der Berater des 2014er Weltmeisters Mesut Özil, hat das viel diskutierte Foto des ehemaligen Nationalspielers rund 8 Wochen nach dessen Rücktritt aus dem DFB-Team verteidigt und mehrere deutsche Nationalspieler angegriffen. Mesut hat keinen Fehler gemacht. Dabei bleibt es, sagte Sögüt dem Magazin 11 Freunde. Es ist eine Frage des Respekts, den Präsidenten zu treffen, wenn dieser darum bittet. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DRZN. Jetzt gratis Monat sichern. Er sprach damit das umstrittene Treffen von Özil und seines Nationalmannschaftskollegen Ilkay Gündogan mit Türkeis Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan in London im Vorfeld der WM-Endrunde in Russland an. Toni Kroos hatte Özils Vorwürfe zurückgewiesen. Hoher Anteil an Quatsch, die Aussagen von DFB-Kapitän Manuel Neuer, Toni Kroos und Thomas Müller, die sich nach Özils Rücktritt alle öffentlich zum Rücktritt geäußert hatten, bewertet der Berater als mehr als enttäuschend und deplatziert. Für die Worte der drei gebe es nur 2 Erklärungen, sie sind entweder naiv oder berechnend, sagte Sögüt. Kroos hatte in einem Interview mit der Bild-Zeitung von einem hohen Anteil an Quatsch in Özils Statement gesprochen. Auch Neuer und Müller sowie Bundestrainer Joachim Löw hatten unter anderem die angebrachten Vorwürfe Özils, dass es in der Mannschaft zu rassistischen Vorfällen gekommen sei, entschieden zurückgewiesen. Özil-Berater Sögüt, der DFB hätte ihn schützen müssen, Löw verteidigt sich gegen einen Vorwurf, der nie erhoben wurde. Mesut wurde nicht im Team, sondern von der Mitte der Gesellschaft rassistisch angefeindet, da hätte ihn der DFB schützen müssen, sagte Sögüt. Der 29 Jahre alte Özil hatte sich 2 Monate nach seinem Treffen mit Erdogan erstmals zu der Kritik an seiner Person geäußert. In einer 3-teiligen Erklärung in den sozialen Medien hatte er schwere Vorwürfe gegen den DFB und dessen Präsidenten Reinhard Grindel erhoben und auch seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt, mehr zu Mesut Özil.